Dann mal weiter im Text. Wir wollen zu der anderen Tür. Ne, erstmal gucken wir noch kurz hier die Wände an. Nein, keine Poriter auffüllen. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Na gut, keine Geheimtür. Jetzt zur anderen Tür. Klick. Und den geht's jetzt wohl hier entweder runter oder der Schatz ist da. Bestimmt gut bewacht. Schön vorsichtig. Gwendolyn und Talana werden von Armbrustbolzen gefunden. Jetzt könnt ihr auch die Löcher in den Wänden sehen. Autsch. Gott sei Dank nicht allzu schwer. Und wir sollten mal die Reihenfolge wieder ein wenig ändern. So schaut gut aus. So schaut's besser aus. Kommen ja gleich nochmal welche. Ah, so viel dazu, dass hier ein Raum ist. Also lange Gänge sind immer gefährlich. Eine Abzweigung, eine Tür. Gucken wir erstmal die Abzweigung lang. Ich öffne Türen nur ungerne. Vor euch scheint der Boden einige regelmäßige Ritzen aufzuweisen. Wollt ihr die Sache untersuchen? Ja. Offensichtlich ist vor euch auf dem Boden eine Falltür. An der Wand hinter euch entdeckt ihr jetzt auch einen losen Stein, hinter dem sich ein Hebel verbirgt. Wollt ihr den Hebel bewegen? Ja, in der Hoffnung, dass dadurch die Falltür irgendwie entschärft wird. Ihr hört ein leises, schabendes Geräusch an der Falltür. Mehr durch Zufall als Absicht entdeckt ihr ein Geheimfach. Als ihr es vorsichtig öffnet, findet ihr eine kleine Kiste, in der sich ein goldener Schlüssel und 30 Dukaten in Gold befinden. Wollt ihr die Sachen an euch nehmen? Ja. Ein Goldschlüssel. Diesmal versuche ich mir auch zu merken, dass wir ihn hier gefunden haben. Nicht wie der andere Schlüssel von Gerogon. Aber ich glaube, der war noch aus der Zwingfest und man brauchte ihn nicht unbedingt. So, also zurück zu der Tür. Ja, Gwendolyn wieder vor. Armer Tirik. Oh. Können die nicht knacken. Da werden wir wohl den goldenen Schlüssel brauchen. Das hat ja nicht allzu lange gedauert. Ein goldener Schlüssel kann nicht benutzt werden. Wie sollen wir dann da rein? Und warum ist da so ein schwarzer Balken? Irgendwas ist hier, glaube ich, buggy. Probieren wir mal ein Foramen. Macht nichts. Oh, oder derjenige, der vorne steht in der Gruppe, muss doch den Schlüssel haben. Das würde auch Sinn machen. Aber sie hat keinen Platz mehr frei. Tauschen wir mal die Schriftrolle. Tirik hat auch keinen Platz mehr. Das ist doch alles. Sorry. So, jetzt vielleicht. Schön. Ha. Nee, geht auch nicht. Oh, was war da gerade? Irgendwas öffnen? Tür öffnen. Nee, macht er nicht. Das finde ich jetzt sehr suspekt. Haben wir noch irgendwo... Wir könnten hier nach Geheimtüren suchen. Beim Donnerbalken, was haben wir, glaube ich, schon. Ganz eventuell ist auch hier noch ein kleiner Weg durch. Aber das glaube ich irgendwie weniger. Oder wir könnten uns einfach dahinter zaubern. Aber wenn wir den Schlüssel schon gefunden haben, warum können wir ihn nicht benutzen? Ich könnte hier kurz raus und wieder reingehen, aber dann sind wir wieder ganz in Toss oder Rübern oder sonst wo. Nee. Da muss Talana mal Hellsicht, Pene, Tritzel. Und, oh, da könnte wirklich ein Weg sein. Aber wir teleportieren uns einfach dahinter. So, Transversales, misslungen. Wir teleportieren uns einfach dahinter. Transversales, misslungen. Komm schon. Es hat vorhin so gut funktioniert. Ich sollte die Zauber auch nur noch mit Tastatur auswählen. So. Wusch. Misslungen.
Das ist jetzt neu. Normalerweise, wenn wir die Karte hatten, dann war der Zauber auf jeden Fall gelungen. Na gut. Gucken wir hier mal die Wand entlang. Vielleicht hätten wir doch die Falltür runterspringen müssen. Nee. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier außen rum. Gucken uns hier die Wände an. Wir werden von Armbrustbolzen getroffen. Ja, na gut. Hier war nix. Nee. Weiter durch. Die Pritschen haben wir uns schon angesehen. Die Tür hatten wir selber zugemacht. Und hier war auch nix. Gut. So, hier oben ist das Fass. Da geht's nicht weiter. Hier könnte noch ein Gang sein. Ist aber anscheinend nicht. Jetzt sind wir in dem Raum mit dem Donnerbalken. Hier ist auch nichts. Kurios, kurios. Na gut, dann trinkt Talana jetzt einen Zauber... Nein, kein Exporikum. Ein Zaubertrank. Schmeißt die Flasche gleich weg. Und noch ein Zaubertrank. Wir haben ja genug gekauft. So, und gleich noch ein. Das müsste erstmal reichen. Gegenstand wegwerfen. Ja. So. Neuer Versuch. Talana. Bewegung. Transversales. Diesmal nicht direkt hinter die Tür, sondern mal hier hin. Schon. Oh, hier ist noch eine Tür. Schon besser. Na gut, gehen wir jetzt mal zu der Tür und tun so, als ob wir den goldenen Schlüssel, den wir nicht benutzen konnten, benutzt hätten, um eventuell was auszulösen, was hier hinter der Tür ist. Oder wir kämpfen einfach gegen Piraten. Computerkampf, das sind nur zwei Stück, keine Magie. Auch wenn jetzt die Elfen in Nahkampf gehen und Talana sowieso. Aber das wird schon passen. Tirik fängt den zweiten Piraten ab, so soll das sein. Und Myrim geht gar nicht erst in den Nahkampf. Sehr löblich. Davon kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden, Talana. Oh, nicht die Magierin hauen. Der erste flieht. Komm, Myrim, schieß in den Rücken. Sauber. Aber hat nicht gereicht. Schade. Ja, nee, Tirik, da kommst du nicht hinterher. Das kannst du vergessen. Oh, und Talana hat den Todesstoß gelandet. Zwei Dukaten, sechs Silberlinge, sechs Abenteuerpunkte. Na gut. Weiter zur Tür. Können wir auch von dieser Seite nicht öffnen. Wirklich kurios. Na gut, sonst im Raum ist hier nichts. Die Tür ist wenigstens nicht buggy. Schön langsam. Gwen wird von mehreren Armbrustbolzen durchsiebt. Das hört sich sehr schmerzhaft an. Da verteilen wir doch mal ein paar süchtig machende Einbeeren. Ah, es hat sogar, wow, 999 von 1000. Das war doch mal gut abgepasst. Zwei. Und voll, sehr schön. Ja, die haben echt jeden Millimeter hier ausgenutzt, die Piraten. Misslung. Okay, hier vielleicht den Schlüssel. Kann nicht benutzt werden. Wir hätten gern den Daspota-Schatz, aber nein, es gibt noch eine Etage. Sehr schön. Gleich wieder verschlossene Türen. Vor euch scheint der Boden eine andere Färbung zu haben. So als ob die Steine erst in jüngster Zeit eingesetzt wurden. Wollt ihr weitergehen, drüber springen oder den Boden untersuchen? Weitergehen auf keinen Fall. Drüber springen würde ich auch nicht unbedingt, denn es kann sein, dass die
Piraten das mit Absicht so offensichtlich gemacht haben, dass selbst drüberspringen nichts wirkt, also gucken wir uns den Boden mal genauer an. Als er auf den Knien herumrutscht und das Geheimnis des Bodens zu ergründen sucht, gibt dieser plötzlich unter Gwendolyn nach und sie stürzt in eine speergewehrte Grube. Mit mittelschweren Verletzungen am ganzen Leib gelingt es ihr jedoch, die Grube wieder zu verlassen. Aua. Okay, das war jetzt einfach nur tollpatschig. Sollten wir uns aber merken, hier ist eine Fallgrube. Da sollten wir nicht lang laufen, wenn unser Frontmann-Frau verletzt ist. Und wieder zwei Piraten. Die sollten sich mal ein wenig konsolidieren und uns gemeinsam angreifen. Achso, Jallen muss erstmal Waffen wechseln. Langbogen. Abwarten. Du gehst einfach nur weg. Und jetzt können wir auch das kontrollierte Chaos einschalten. Und Tirek läuft natürlich sofort in die Pfeilbahn von Myrim. Ne, von Jallen. Myrim läuft in Nahkampf. Und Talana hinterher. Wenigstens diesmal Jallen mit dem Bogen in der Hand. Ah, es kann sein, dass es von den Fertigkeitswerten abhängt. Und denn. Und ob es eine direkte Linie gibt oder ob man eine direkte Linie erst schaffen muss. So, Pirat Nummer 1. Pirat Nummer 2 kann nicht mehr fliehen. Und das war Pirat Nummer 2. Entermesser, Lederzeug und Dolche. Nein, danke. Und 2 Dukaten und 6 Abenteuerpunkte. Ah, bisher ist das wirklich nur Geplänkel. Also immer kleinere Gruppe von Piraten. Ich denke mal, wenn wir dem Schatz näher kommen, müsste irgendwann mal so eine richtig große Gruppe kommen. Wobei wir dann schon mal vorher ein wenig vorfuttern können. So, Gwendolyn wird nur noch von Einbären zusammengehalten. Noch eine Tür. Gucken wir jetzt mal den Gang lang. Noch eine Tür. Oh, sie kann sich gerade noch zur Seite werfen, bevor die Scheibe kurz vor dem Boden stoppt und wieder einen kleinen Schlitz in der Decke verschwindet. Oh, das war gerade so eine Indiana Jones Falle. Nur der bußfertige Mann, Frau, wird bestehen. Okay, ebenfalls merken, da ist eine Indiana-Jones-Falle, hier ist eine Speerfalle im Boden und überall sind verschlossene Türen. Ich gehe jetzt mal schön langsam, dass ich nicht schon wieder irgendwelche Sachen wegklicke. Oh, hier stehen zwei Figuren, die offensichtlich Torwaller darstellen. Wollt ihr sie näher betrachten? Das ist doch bestimmt eine Falle, oder? Na gut, wir sind zu neugierig. Ja, wollen wir. Gwendolyn fühlt einen stechenden Schmerz in der Hand, der jedoch vorüber ist, als sie die Figürchen wieder loslässt. Dabei hat sie allerdings nicht bewegen können. Ha, bist du jetzt vergiftet? Nein. Schon wieder das Gleiche. Gwendolyn fühlt einen stechenden Schmerz in der Hand, der jedoch vorüber ist, als sie die Figuren wieder loslässt. Also das Berühren der Figürchen, verursacht Schmerz und sie kann die Figuren nicht bewegen. Was ist jetzt skurril? Ist das vielleicht so eine Art Strom, die da durchläuft? Gift ist es nicht. Oh, ein Zangenangriff. Abwarten. Tirek, wo stehst du? Ich sehe dich nicht. Werd größer, da. Du fängst jetzt die beiden Piraten ab. Du läufst gleich hinter denen. Abwarten. Und du läufst... du läufst mal dahin, dass die Elfen gut schießen können. So, du schießt... Nein, du wechselst erstmal die Waffen. Langbogen, du schießt auf den. 9 Trefferpunkte, sehr schön. Du schießt, du wechselst auch erstmal die Waffe. Du schießt auf den. Oh, da haut jemand Talana, gar nicht gut.
Du schießt wieder auf ihn. Du könntest eigentlich kurz Talana heilen. Obwohl, das ging im Kampf ja leider nicht. Warum auch immer. Ich war mir ziemlich sicher, dass es im dritten Teil ging. Den dritten Teil habe ich ja mit am meisten gespielt. So, sie ist noch über 50%, das kriegen wir hin. Du sicherst einfach mal. Denn so wie der Kampf bisher läuft, werden wir keine Magie einsetzen müssen. So, alte Option. Alte Option. Alte Option. Immer schön Pfeil oben Enter. Ich muss irgendwie gerade zwangsweise an den Käferkampf denken. Oh. Ja, du solltest dein Ziel wechseln. Geh mal dahin. Also nicht, weil der Kampf so lange dauert, an den Käferkampf gedacht, sondern wegen der Monotonie, immer das Gleiche zu machen. Der flieht auch. Dann kannst du sichern. Du bewegst dich mal dahin. Du schießt ihm in den Rücken und Myrim kann dann in die Flanke von den anderen laufen. So, du machst Platz. Abwarten. Du schießt ihm in den Rücken. Oh, er flieht nicht. Na gut. Sein Fehler. Du kannst von hier nicht schießen, oder? Nein, zu nah. Abwarten. Abwarten. Draufhauen. Rücken schießen. Jetzt müsste er aber fliehen. Nein, haut weiter fleißig drauf ein. Zäher Bursche. Na gut, wenn er sterben möchte, dann soll er halt sterben. Abwarten. Komm schon, Terek. Der ist wirklich ziemlich zäh. So, was haben wir hier? Entermesser, Lederzeug, Dolch, Lederzeug, Entermesser. Nee, wollen wir alles nicht haben. 12 Abenteuerpunkte. Schön, schön. Dann können wir doch gleich mal abspeichern. Spielstand. Speichern. Und LP 48. Dann sehen wir uns gleich wieder.